Hallo, hey, moin und na, willkommen zurück zu Vietnam bei Pokémon Fire Red. Hack Challenge, wie auch immer, mit Nerissa und mir. Eine Sache ist jedes Mal ein bisschen anders als sonst, denn Nerissa hat mich kontaktiert und hat gesagt: Ey, wir haben da so ein kleines Problem. Ja, das Problem werdet ihr jetzt schon gesehen haben, ich nicht, aber ich werde es mir nochmal persönlich ganz genau ansehen. Und dazu werde ich nicht in die Q-Zone schauen müssen. Denn, wie Neris mir mitteilte, ist unser VM-Pokémon Mr. Prinz leider gestorben. Wie, weiß ich ja noch nicht. Das werde ich erst nach dieser Aufnahme hier anschauen dürfen. Und Mr. Prinz hat halt den Zerschneider. Ja, den Zerschneider brauchen wir. Und wir haben nur noch eine Route übrig, wo wir überhaupt was fangen können. Und das ist unten beim Kraftwerk. Das heißt, wir müssen jetzt zu dieser Route hin, bevor wir irgendwie auf die Idee kommen, da eventuell eine Regel brechen zu müssen, um an den Zerschneider zu kommen. So, Neresto, ich weiß nicht, ob er das Onscreen und Offscreen gemacht hat, aber er hat versucht, mittels Tafelwasser wohl an der Wache vorbeizukommen. Das funktioniert hier in der dritten Gen im Prinzip ja nicht mehr so, sondern wir brauchen den Tee und den bekommen wir nämlich hier. Ja, du solltest nicht dein ganzes Geld für Tafelwasser ausgeben. Versuch lieber das. Wir haben den Tee bekommen. So. Nichts schlägt den Durst besser als etwas Tee. Es ist really the best. Looking at the best tea. Okay, ja, jetzt haben wir den Tee bekommen. Und mit diesem Tee können wir nämlich die Abkürzung nehmen, damit wir nicht ganz durch den Felstunnel laufen müssen. Wie Neres zu mir das vorgeschlagen hatte. Ja. Wir haben zwar noch einen Gyarados, aber das kann kein Zerschneider, das ist klar. So, geben wir erstmal dem Maga den Tee. Oh, dieser Tee. Der sieht sehr lecker aus. Was? Den kann ich haben? Jesus. Danke. Gluck, 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 gluck. Boah, oh. Wenn du nach Safronia City möchtest, dann geh durch. Ich teile den Tee mit den anderen Wachen. Ja. Diese Logik, ne? Also, jetzt sind wir hier in Safronia City und von hier aus können wir hoch. Ja, hier will ich eigentlich noch gar nicht so viel machen. Weil hier oben war doch Azuria. Hier können wir uns nämlich auch ohne Probleme durch. Genau, hier ist ja Azuria. Und... Ah. Hier war auch ein Baum, ne? Hier war auch ein Baum. Okay, so kommen wir nicht zum Kraftwerk. Ich hole mal Gyarados erstmal ab. Ich hole erstmal eben Gyarados ab, sonst wird das doch zu teuer. So, zack, zack, zack. Gucken, was denn du für Attacken hast und so. Hallo, guter Mann. Dein Magi-Swag ist gewachsen. Ist sehr gewachsen. Es ist groß geworden. Mal gucken, es ist 14 Level. Finde ich nicht großartig hier. 1,5k. Was? Was haben wir denn noch im Team? Picasso, ach, das kenne ich ja gar nicht. Picasso, ach, das Farbigel. Stimmt, da hat der Neres zu erzählt. Es gab kein Evoli als Pokéball, sondern ein Farbigel, aber Brave Nature. Brave war mutig, ne? Also plus Angriff, minus Initiative. Sketches Nachahmer, nee. Also, wenn wir richtig cool wären, dann würden wir dieses Farbigel nutzen, um Zerschneider zu kopieren. Aber welches Pokémon setzt der Schneider ein? Packen wir Picasso erstmal auf die Box, legen es ab. Weil das wäre zwar schon ziemlich witzig, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. So, ja. Oh yeah. Hä? Es entwickelt sich nicht? Es bleibt ein Carpador? Ah. Hm, okay. Müssen wir vielleicht irgendwie offscreen Level abbringen oder so. Keine Ahnung. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich da hinkomme. Eventuell werde ich dann doch, werfen wir mal einen Blick auf die Karte, werde ich da doch offscreen durch den Felsen laufen müssen, um an die Route, zur Route zu kommen. Meine, wo ist denn die Karte? Ach, Town Map. Ich war ganz oben drauf. Okay, hier ist Azuria. Hier müssen wir hin.
beziehungsweise hier irgendwie. Hör die Powerpflanze. Da müssen wir hin. Hier ist der Felstunnel, ne? Hier dazwischen. Da kommen wir nicht lang. Da müssen wir durch den Felstunnel. Ja. Ich muss nach Lavandia und dann durch den Felstunnel. Klasse. Das ist natürlich gut. Wie viele Schutz haben wir? Aber ich glaube, das sind jetzt alles Sachen, die... Da will ich euch gar nicht so mit... Es ist mein Problem jetzt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns offscreen gleich, wenn ich durch den Felstunnel gelaufen bin. Also, bis gleich. Jo, Leute, da bin ich wieder. Ihr seht, ich bin auch gar nicht durch den Felstunnel, denn mir ist aufgefallen, als ich den Beutel gegangen bin, wir haben das Hilfskorb, ja? Den Resto hat Giovanni natürlich besiegt. Und das heißt, wir könnten hier noch was fangen. Das Ganze ist ein Hack, also vielleicht kommt da ja irgendwas, was wir gebrauchen können. Ich habe Carpodon mal nach vorne gemacht, weil ich das halt auch noch Level abbringen wollte. Es ist natürlich schön per Austauschen immer. Ja. Sonst würde ich sagen, gehen wir doch erstmal durch den Pokémon Tower. Und... Begun, Meatbags! Malevolent Spirit! Was ist denn ein Malevolent Spirit? Ich habe keine Ahnung. Warum haben die eine rote Schrift? Also, du bist, Channeler. Wie heißen die auf Deutsch? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall... Da setzen wir am besten mal unser Unlicht-Pokémon ein. Ja, Unlicht immer gut gegen Geist und Psycho. Konfustrahl. Warum ist Konfustrahl nicht vom Typ Psycho? Hätten wir jetzt Dings gehabt, Farbigel, das kann nicht verwirrt werden. Das hat Own Tempo. Wir haben gar keine Unlicht-Attacke. Ich dachte, wir hätten Verfolgung oder sowas gehabt. Naja, machen wir Wing Attack. Falls wir durchkommen. Nein, kommen wir nämlich nicht. Klatschen uns erstmal selber zu. Du hast Verfolgung. Ja, okay, cool. Das war ein Crit. Wow, das macht ja echt nicht viel Schaden. Ist es hier mit Verfolgung schon so, dass das so geboostet wird? Boah, ja. Ist es bei Verfolgung schon so, dass sich das boostet, wenn... Ja, ist glaube ich schon so. Wenn man auswechselt, dass das halt eine hohe Prio hat und dann doppelte Power und so. Bestimmt. So, warum nutze ich jetzt Supertrank? Weil ich nicht auswechseln will. Und Angst vor der Verfolgung habe. Oh, Schattenstoß. Ah, das ist auch nicht möglich in dieser Generation. Eigentlich Schattenstoß gibt es ja noch nicht. Das sieht aber ganz cool aus von der Animation hier. Von der Animation ist das, glaube ich, dieses, wie heißt die Attacke? Die, wo man selber stirbt und dann irgendwie die Werte vom Gegner senkt, was irgendwie für blöd ist, weil man... Der Gegner wechselt dann einfach aus und dann hat man sich umsonst geopfert. Memento Mori. So ist die Attacke. Genau. Wieder Verfolgung. Und jetzt mal Wing Attack. Ich hätte auch Nachtnebel machen können. Ich glaube, so viel HP hatten. Zwölf nicht. Ja, und das Confusing gesnappt. Dann können wir jetzt erstmal safe angreifen. Jetzt zack. Und erledigt. So, wie viel KP? Wie viel KP kriegt dieses Magikarp? Jo. Boah, ist auf jeden Fall nicht sehr viel. Ja, wie heißt die denn? Exorzist, glaube ich, ne? Heißen die. Heißt die Trainerklasse. Koko, hab ich gerade irgendwie an dieses eine Xatu erinnert. Mystery Dungeon, wenn er so verschlossene Truhen aufmacht. Koko! In deinem Dings war ein Level-Samen plus. Achso, ich bin ein Carpador. Du bist Bodengeist. Gullet. Ein Kotlet. Würde ich sagen, machen wir erstmal. Ja, Eisen. Eisenverteidigung. Bubble Beam. Bubble Beam ist speziell, das ist gut. Das ist gut. Das macht doch Schaden. One-Hit macht das. Ja, ich hoffe, dass ich in diesem Part durch diesen Pokémon-Turm komme, denn ansonsten müsste eine Reso durch den Felswunde laufen und hole ich mir das Eier. Alter, ich mach mal eben einen... Ach nicht, weil ich was fange. Boah, ich bin noch konzentriert. Junko. Eigentlich hätte ja schon längst ein Pokémon auftauchen können, oder? Sind doch alle behindert hier. Die sind alle verrückt.
ist die weibliche Form von den Leuten aus dem Felszone. Ein Apollo. Apollo! Ja, Apollo, ne? Splash, Flail. Gar nichts machen gegen dich. Als Carpador. Was machen wir denn jetzt mal? Wieder Pelu Junior und dann, gib ihm. Setzen wir einfach Gibin ein. Shadow Punch. Die Attacke fand ich immer ziemlich cool. Früher fand ich die cool, heute ist sie nicht mehr so geil, aber... Ah, das geht gar nicht. Spike Cannon ist ja gar nicht vom Typ Wasser oder Käfer oder so. Grudge, was ist das? Nachspiel oder was? Ist das Nachspiel? Groll ist es nicht. Ist, glaube ich, Nachspiel. Jetzt hier, direkt nochmal angreifen. Eisschad, gib ihm Kopfnuss. Oh, es hat gereicht. Ah, ich habe alle AP auf Eisschad verloren, weil ich Nachspiel anhatte. Okay, ich bin gerettet. Oh, ein Fluchtseil, das hat sich ja gelohnt, Kappa. Na gut, wann taucht denn hier ein Pokémon auf? Taucht hier noch keins auf? Ah, was ist es denn? Man will nicht. Na, okay. Ey, du kannst doch bestimmt Zerschneider lernen, oder? Glaube ich nicht. Disabled. Was mach ich denn jetzt mal? Hier, Crunch. Ach, das ist ja Level 20. Ich habe 30 gelesen. Ich bin ein Idiot. Genau, ist ein Idiot. Ja, natürlich. Immer ich. Ah, ich habe 30 gelesen. Ach, scheiße. Das wäre jetzt richtig, wenn das jetzt ein Pokémon gewesen wäre, das der Schneider lernen kann, ne? Oh, ich kotze im Strahl. Be cursed with me. Wie lange sagst du? Sei mit mir verflucht oder was? Nee, nee. Für solche Momente, da hole ich immer ganz gerne die Kopfnuss raus. Und dann heißt es hier. Pelu Junior wieder oder Amaterasu? Machen wir Amaterasu. Zur Not kommt halt Mars und Steinhage the Mall. Geht natürlich genauso. Grudge, wie viele Etagen hatte dieses Ding? Oben war doch Team Rocket, richtig? Das war doch so. Und dann kriegen wir ja hier die Pokeflöte. Und mit der Pokeflöte könnten wir Relaxo aufwecken. Beziehungsweise mit Relaxo meine ich Somnivora. Und das kann definitiv auch kein Zerschneider. Außerdem haben wir auf der einen Route unten sowieso schon was gefangen. Links das Somnivora könnten wir... Ja. Nee, das ist gut, dass wir hier reingehen, weil... links versperrt ja ein Somnivora den Weg. Ich hoffe, das ist ein, egal, was es ist. Es versperrt den Weg. Wir kommen da nicht vorbei. Links von Prismania da, ne? Das ist ja auch noch eine Route. Abgangsbund. Hier. Friss erstmal hier Licht. Und dann gucke ich, dass du keinen Abgangsbund mehr machst. Ja, auf jeden Fall ist auch noch eine Route. Also falls du jetzt auf dem Kraftwerk mäßig was nicht fangen, was da geeignet ist, haben wir da halt immer noch eine Möglichkeit, weil wir da auch lang können, oder? Muss man da erst was zerschneidern, bevor... Mann! AP. Muss man da erst was zerschneidern? Nein, nein, ich glaube nicht. I don't think so. Ich glaube, man braucht nur einfach die Pokeflöte. Und die haben wir dann ja. So, weil ich würde nur ungern jetzt so eine komische Regelausnahme machen. Weil das ist uncool. Das ist uncool. Und dann haben wir jedenfalls so eine Chance. So. Lorel erledigt. Was? Wie was? Nehmen wir die ganzen Trainer denn mit oder? Nee, ich glaube, wir nehmen nicht alle Trainer mit. Ach, jetzt kann ich ein Dings einsetzen. Ihr seid ja auch nur Level 23. Ist Carpador ja auch. Kann ich im Flücht mit Carpador? Ja. Sogar ein Carpador kann voll flüchten. Ey, Moment mal. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir einen Sonderbonbon haben. Das war, glaube ich, noch das Sonderbonbon von mir aus dem HQ, ne? Oh yeah! Hier ist unser Gyarados! Biu
Where our mighty tackle. Jetzt haben wir denn schönes hier. Karl, du kannst bestimmt so schnell lernen. Flash. Hier. Aber es macht keinen Schaden. Du bist, hier. Nee. Work up. Hier, Eroas kannst du lernen. Was? Nicht Fassade, aber. Ja, besser als Tackle. Du hast doch nicht mehr vier Attacken. Okay, jetzt hast du Fassade erlernt. Und Raub. Ja, besser als kein Raub. Geht eh nicht. Okay. Habe ich einen Repell eingesetzt? Ja, habe ich. Dann. Ein Aufwecker. Müssen wir jetzt gegen dich kämpfen? Ja, müssen wir. Schade. Ich habe gedacht, wir könnten dich vielleicht auslassen. Besiege mich nicht. Bist du gesoffen? Ich meine, bist du nüchtern oder was? Besiege mich nicht. Oder so, schlag mich nicht. So, gib mir keinen auf die Schnauze. Ja, muss ich mal überlegen hier mit deinem. Bei Zubiris muss ich überfallen. Da müsst du in Dungeon 2. Normaler Tag. Müsst du in Dungeon 2 denken. Jetzt hier, komm. Und Apfelkuchen. Kommst du, Finte? Deine Finte wird dir nicht weiterhelfen gegen. Mars ist sein. Geht nicht. Steinhagel. Okay, ja, ich hab's geflincht. Wie das auch aussieht, die Animation, wie das Ding immer zusammenzuckt. So. Und nochmal geflincht. Ja, finish him. Scanner. Ja, kann man gut einsetzen, um zu scouten, ne? Was wird dieses Pokémon wohl einsetzen? Rock Slide. Na dann, heiliges Reide, ne? Zubiris. Jody. Hä? Wer? Was? Na, ich bin Serpis. Was haben wir hier? Oh, einen großen Ball. Dann. Das sieht nicht so aus, als kann ich davor. Schade. Okay, dann würde ich sagen. Müssen wir eh gegen dich kämpfen. Geist! Nein! Koko! Was haben die hier alle mit ihrem Qua? So, eine Haunter. Das ist natürlich alles Geist-Pokémon. Hier eigentlich kann ich Gyarados wegpacken von vorne. Das bringt hier nichts. Das hat doch alles keinen Zweck. Aber wenn erstmal Team Rocket wiederkommt, dann. Dann ist Gyarados großer Auftritt. Die Frage ist, behalten wir Gyarados im Team? Eigentlich nicht. Sobald wir jetzt ein Pokémon mit Zerschneider haben, ist Gyarados eigentlich sowieso wieder draußen. Aber wir haben doch keinen Platz. Aber immer gut Pokémon in der. In der Hinterhand zu haben. Was ist mit Steinhagel los? Hat das bisher einmal nicht geflincht? Wird du einmal nicht getroffen? Das ist ja ziemlich. Ziemlich crass. Und Apollo. Auch. Erledigt. Swipe on, würde ich sagen. Where is the gold? Ghost. Na dann. Hier hoch. Das ist so ein Heilfeld, ne? Das ist ein Heilfeld. Oh, an dir könnte ich vorbei. Sneaky nennen. Ja, Mann. An dir glaube ich nicht. Doch. Okay, cool. Yay. Ein Lichtlehm. Gehe ich unten oder oben lang? Da ist ein Item, muss ich aber gegen zwei Leute hier kämpfen. Ja, Mirolax, dann gehe ich oben lang. Dann gehe ich oben lang. Da. Gib mir all. Was? Give me you all. Soll ich Pokémon haben? Gehst du zu Team Rocket? Niemals, Tammy. Ein Duskull. Können wir wieder nichts machen. Bitte noch wollte austauschen. Dann. Machen wir nochmal Schnäpfe. Schnepfe ist gut. Schnepfe kann carryen. Shadow Sneak. Oh, macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. Crunch. Crunch ist gut. Crunch ist sehr gut. Crunch war. Oh, Crunch hat nämlich vorhin auch schon einen Duskull getötet. War doch Schnepfe, oder? Die das gekillt hat. Oh, und nochmal Crunch. Kommt schon. Du schaffst es, ich glaube an die Schnepfe. Oh, du Schnepfe. Na gut, dann. Vielleicht beim nächsten Mal.
Heute ist auch so Verfolgung Crit Day, ne? Internationaler. Jetzt aber! Ja, das Confusion und Lams! Nop, nop. Das war doch schon gelb. Ah, ja, du hast nicht Ice Chart. Ice Fang! Lams! Du hast keinen Shadow Sneak gemacht. Oh, wenn das jetzt. Schön abgangsbunt, dann bist du schneller als wir und dann. Oh nein! Gasp. What? Was ist Gasp? Das ist auch irgend so ein Ausdruck wie Arg und so. Nö, keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Du bist so viel. Oh! X-Genauigkeit! Das ist ja nice. So, ich weiß nicht, gegen wie viele Trainer wir noch kämpfen müssen, aber ich will das auf jeden Fall noch durchziehen. Gengar macht so, oder? Mr. Dungeon 1 hat Gengar doch immer so kick, oder verwechselt sich da was? Was ist das, ein Gengar? Nein, du hast deinen Tobias. In dem Fall würde ich sagen, wechseln wir aus. Und zwar auf... ja, es hat vorhin schon so gut funktioniert mit Steinhagel. Steinhagel ist im All Mars. Hier, wie heißt die Attacke? Clownwetzer. Senkt Angriff, senkt, steigert Angriff und genau. Was soll denn der Geiz? Ich verlängere doch nur unnötig den Kampf. Detect. Wie verstehe ich nicht, warum es die Attacke gibt? Scanner. Was macht Scanner besser als Schutzschild? Kann man eigentlich Scanner und Schutzschild abwechselnd einsetzen? Das wäre richtig nervig. Ja, hast dich wieder selbst geschützt. Aber dieses Mal. Bist du down? Bist du einfach down? So. Die levelt eigentlich gerade die ganze Zeit Gyarados mit. Aber es kann jetzt auch ganz gut. Da kann ich leider nicht lang. Da komme ich bestimmt dran vorbei. Ja. Ja, für Kokom! Alter! Wie viel? Das vierte Mal Kokom jetzt oder fünfte Mal? Aber die haben hier fast alle nur ein Pokémon, deswegen geht das hier relativ. Lutti Karotti. Das ist ja eigentlich ganz, nice. So, jetzt habe ich gerade das Bedürfnis, diese Geister hier zu läutern und wegzubrennen mit meinem heiligen Feuer. Mach einfach. Rutsch. Oh, das schon wieder. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Mach einfach Flame Burster. Und töte es bald, fast. Also, jetzt die Hälfte. So, Quick Attack bringt sowieso nichts. Und so. Ist jetzt wieder meine PP weg? Oder nicht, weil das lange her war? Nö, war zu lange her, okay. Irgendwas ist hier runtergefallen. So. Meine Faust, hä? Ah, jetzt wieder ein Atem. Hier ist ein Sonderbonbon, hey. Der wird in die Risto gar nicht bemerken, dass ich es verwendet habe. Haha. Hihihi. Vegan, Intruders. Hätte das Knoggerzerschneider gekonnt? Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, du bist nur vom Typ Boden, du bist Monoboden, ne? Das heißt, ich kann Fassade einsetzen. Ja. Oh yeah. Der Bone Meringue, it had no effect. Es gibt so ein Bild, wo so ein Knogger auf so ein, nicht Hut, sondern Nocturne. Nocturne, heißt das so? Der macht das auf jeden Fall so ein Bone Meringue Move. Kriegt den Knochen voll in die Fresse, so, it had no effect. Ja. Noctu heißt es. Noctu. Der Geist war der ruhelose Geist von Agassos Man. Und es ist beruhigt worden, weil du hast es getötet. Again. Okay, so. Jetzt heißt es hier Rocket oder nichts. Was willst du? Wenn du bist hier, wie seid ihr an dem Knocker vorbeigekommen? Oder seid ihr etwa seitdem ihr es getötet habt hier oben?
Oh, okay, die sind von den Leveln jetzt schon mal ein bisschen was anderes. Als die Trainer da drunter. Ja, man hätte ja auch schon herkommen können, ne? Nur in dem Knorger kam man halt nicht vorbei. Die hier sind jetzt auf dem unserem aktuellen Niveau. Das war ein Crit! Das war ein Crit! Psybeam. Ja gut. Es kommt bestimmt noch um Psybeam und wir so, hahaha, hätten wir doch nur eine Unlichtattacke. Ja, der Part wird jetzt vermutlich ein bisschen Überlänge haben. Aber wenn man... Oh mein Gott, ich habe mich verklickt. Wenn man so bedenkt, was wir erreicht haben, wir sind durch Pokémon-Turm gekommen und so. Und offscreen werde ich dann auch durch den Felszone latschen. Und dann werde ich Nirezu aber die Ehre überlassen, da im nächsten Part zu gucken, ob er da ein Pokémon finden kann. Er wird bestimmt ein Pokémon finden, aber was für eins, werden wir dann halt sehen. Und dann gucken wir mal, ob das Zerschneider kann oder halt nicht. Ansonsten haben wir jetzt halt noch die Route dann, wenn ich hier durch bin, links von Prismania Downtown. So, Mushana ist erledigt. Level 29 für Gyarados und versucht Fuchtler zu lernen. Trash, Thrash. Machen wir das weg, Tackle. Der Splash ist zu wichtig, das kann ich nicht wegmachen. Oh, was kommt denn als nächstes? Du hast noch ein... Du hast noch zwei. Ein Magneton. Das ist nicht ganz so geil. Boah, haben wir so ein bisschen ein kleines Problem. Schicken wir Amaterasu rein. Ich hätte auch Mars reinschicken können, der hat ja auch Tempo-Hieb. Aber du hast mir Verteidigung und Spezialverteidigung. Deswegen... Amaterasu. Und Flame Burster. Oh, nicht ganz im One-Hit. Das sah schon so gut aus, Metall-Sound. Egal, wir können dich weg-Quick-Attacken jetzt. Bevor du irgendwas komisches machst. Wir sind zwar sowieso schneller als du, aber... Hau weg, die Scheiße. Wie viel HP waren das noch? 2 oder so? Auf jeden Fall nicht so krass viel. So, was hast du noch? Ein Arbok. Ja, es ist egal, wir greifen eh speziell an. Der bringt dir ein gesenkter Angriff auch nicht viel. Crunch. Wie viel Schaden macht denn das so? Okay. Viel. Was machen wir denn mal gegen dich Schönes? Ja, hier, wir senken deinen Angriff halt einfach auf und wir fuchteln dir erstmal eine. Das wäre doch was. Cobra. Glare. Giftblick. Hier. Boah, Kreideschrei. Mach keinen Scheiß. Fuchtler. Ich hoffe, das. Ja, das sieht gut aus. Aber es sieht gut aus. Also, nochmal Fuchtler hier, zack. Das kann man ja 2-3 Mal machen, dann wird man verwirrt. Und dann ist man halt so gelockt. Aber ich habe mir schon gedacht, Gyarados ist ja relativ strong. Dass der Lachs läuft. Das wirst du nicht vergessen. Okay, die hauen alle nacheinander ab. Nein! Ich dachte, das wäre ein super dran gewesen. Fresh Water. Boah, wie viele hat er denn geholt davon? Oder hat er die geschenkt bekommen? Creepige Musik. Und ich heile Schnäpfe. So. Das ist doch nice. Sind wir wieder voll? Und okay, es sind noch die beiden. Ja, das geht ja, das geht ja. Danach ist der Part dann halt auch vorbei. Dieser alte Typ ist in unser Hauptquartier, in unser Versteck gelaufen. Dann hat er sich darüber beschwert, dass Team Rocket Pokémon missbraucht. Jetzt sind wir hier und reden mit ihm. Keine Ahnung. Irgendwas mit Erwachsene und wahrscheinlich so, wir machen es auf unsere Art und Weise, junge Schnauze. Okay, also der war bei euch, ihr habt den Asilfsko abgezogen und haltet ihn jetzt fest oder was, ne? Ganz klar. Ein Bissbark, machen wir nochmal Fuchtler? Machen wir Fuchtler. Ja, ich glaube kaum, dass die hier Stromstoß eingefügt haben, dass du uns da so krass vernichten kannst. Okay.
Wow. Achso, Work Up. Ich dachte gerade, das wäre Power Punch. Das hat ja auch so eine Animation. Dann hätte ich jetzt erstmal gerade. Weil ich hätte es ja nicht besiegen können. Zack. Take down, ne, Jutta. Ja, Quit Now, ne? Hat er damals gut gemerkt mit Jutta. Hm. Da hat sich deine Ristorie witzig gemacht. Und war auch schon gut. Wie dem könnten auch solche Sachen halt komplett nicht auffallen. Ein Klick, die Klack. Oder bist du ein Klick, Klack? Also, bist du die Endentwicklung? Ich glaube, du bist ein Klick, die Klack. Rock Polish, Steinpolitur. Okay, es hat. Bist du jetzt doppelt so bitte doppelt so schnell wie eben. Was ist das? Gear Grind? Boah, das ist definitiv so ein 5. Gen-Move. So richtig komisch. Wie heißt die Attacke denn normalerweise? Irgendwas mit Diskurs, glaube ich, oder so, ne? Energiediskurs. Level up für Amaterasu 37. Disable, yeah. Disable, nein. Please, no. Pokémon sind nur gut, um damit Geld zu verdienen. Warum sollen wir sie nicht benutzen? Stay out of my business. Stay out, ja. Sagt man so. Du wirst hier niemanden retten, Kid. Das glaubst aber auch nur du. Grunt. Kann ich dich Grunt nennen? Oh, du hast 4 Pokémon. Mirror Match. Hätten wir jetzt eine Wasserattacke, ne? Bietet sich hier irgendwie an. Oder soll ich Gyarados doch Skald beibringen? Hitzebrühe. Recover bis. Hä? Nee, Full Life jetzt mal genießen, Mann. Imprison? Begrenzer ist das, ne? Begrenzer Entferner! Nach 2 Mal schon verwirrt, das ist doof. Sind wir. Jetzt machst du bestimmt. Ja. Na, komm schon, ich glaube und ich mag es wack. Mag es wack. Okay, schicken wir hätten. Bist zwar auch Eis, aber du hast halt. Hast du einen Wassermove? Du hast. Ja, du hast Blobstrahl, du hast Blobstrahl. Und wie du Blobstrahl hast. Ich habe noch nie jemanden so cool Blobstrahl gehabt. Bleibe besser. So, ist ja von dir. I die! Das erste Austausch wurde auch durch eine Feuerattacke gekillt. Der Part lief so gut. Ach du Stahl. Du Scheiße, du bist ja Stahl. Ja, aber wir haben was Effektives. Ja. Ich denke, die Rechso wird nicht besonders traurig darüber sein, dass ein Austausch gestorben ist. Aber das fände trotzdem blöd. Klar, ja, kein Garados im Team bleiben. Oh, ein Skorko. Was machen wir denn da? Einfach weiter Steinhagel. Die beste Attacke. Wow. Geflincht. Ja. Flinch them all, Mars. Das ist voll gut. Ah, schade. Wing Attack. Okay. Wenn du gleich mit Erdbeben kommst, habe ich ein Problem. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich hier rauswechsle. Ist geflincht. Wing Attack, ne? Ja, komm, wir fuchteln dich einfach zu Tode. Einfach zu Tode fuchteln, das Gleiskor. So, du machst jetzt auch weniger Schaden. Selbst wenn du jetzt mit Erdbeeren kommst, bringt dir das gar nichts. Und Fuchtler! Wow, was war das? Schlitzer. Bam, bam, bam. So. Ja, fast. Das ging daneben. Das ist jetzt gerade eigentlich so ein alten Mini-Boss-Fight. Gegen diesen Typ hier. Weil der schon recht stronge Pokémon dabei hat. Ein. Oh shit. Oh gut, dass ich das machen darf. Wäre ich jetzt noch weiter ein Fuchtler gelockt gewesen, hätte ich Probleme gehabt. Okay. Unser einziges Boden-Pokémon ist tot. Schnäpfe! Du machst vom Gesundheitsstatus gerade am meisten Sinn. Schockwelle. Pff.
Shit. Niveau wäre blöd. Mars, du schaffst das, hoffentlich. Irgendwie. Natürlich das scheiß Crit! Warum? Abfuhrung, nein! Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Amaterasu und Instant einen Trank einsetzen. Klasse. Eben noch so, ja. Eigentlich lief der Part ganz gut, dann stirbt Austausch und jetzt ist der Part einfach mega scheiße. Oh nein, Mars, Mann. Oh Mars, Mann, was soll die Scheiße? Hier, Konfusstrahl. Der bringt ja Taylor auch nicht viel. So, jetzt haben wir jedenfalls unsere Chance erhöht, dass er sich selber verwirrt. Weil wenn er nicht verwirrt ist, dann ist die Chance niedrig. Ja, seinen Angriff senken bringt nicht viel. Und jetzt Flame. Holy fuck! Ah! Okay, ja, nice. Der Hack hat das rausgenommen, dass die Verteidigung halbiert wird. Früher ist das so gewesen, bis zur 5. Gen oder so. Da wurde automatisch die Verteidigung vom Gegner halbiert, wenn der... Ja, Konfusstrahl. Wenn der Explosion oder Finale gemacht hat. Das beziehungsweise abbekommen hat. Dann wären wir jetzt gestorben, glaube ich. Gut, dass das nicht passiert ist. Du hast dich geroostet. Okay, so erstmal werden sich noch Will-O-Wispen. Dauert alles ein bisschen dieser Fight hier und ich habe auch mega krasse Überlänge jetzt. Dann muss ich mal gucken, ob ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen kürzer mache. Aber auf jeden Fall kommen wir hier dann durch. Boah, was ist los mit den Crits hier? Hätte ich jetzt kein Irrlicht gemacht, ne? Ich wäre gestorben, ohne Scheiß. Weil Irrlicht, also Feuer, der Gegner brennt, halbiert das ja seinen Angriff. Und dann wäre ich jetzt tot gewesen. Unser Swagger wird dafür angeturnt. Das ist ja ganz gut. Aber mit so viel Swag kommt Amaterasu nicht klar. Deshalb hoffen wir mal, dass Amaterasu jetzt Flame. Flame, 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 Flame. Nein, okay. Das kommt nicht damit klar. Oh mein Gott. Ich bin gerade richtig geneigt, den Speed-Button zu benutzen, aber mache ich natürlich nicht. Oh! Willst du mich in den Arm nehmen? Okay, Taunten ist egal, wir wollten sowieso angreifen. Vielleicht ist unsere Verwirrung ja gleich. Jetzt sind wir gleich outgesnappt. Dankeschön. Flame Buster! Okay. Du hast nochmal Taunt gemacht. Gut, dass du nicht roostest. Dann wirst du jetzt erledigt und der Kampf ist gewonnen. Und oh mein Gott. Quatschen wir noch eben hier mit Mr. Fuji. Dann ist der Part vorbei. Dann heißt es für mich noch auszunehmen. Schön durch den Felsen laufen. Und dann ist Neristo am Stissel. Damit kommst du nicht davon. Oh doch. Bist du gekommen, mich zu retten? Danke. Ich kam aus freiem Willen hierher. Ich kam, um den Geist des Geistes zu beruhigen. Ich denke, Tragossos, Knoggas Geist hat uns endlich verlassen. Ich muss dir danken für deine, weil du cool bist. Jetzt folge mir nach Hause am Fuße des Towers. So, gib mir deine Pokéflöte. Ja, ja, bis. Deine Pokédex-Quest braucht eine starke Dedikation. Ohne tiefe Liebe für Pokémon, deine Quest wird versagen. Ich bin mir nicht sicher, ob dir das hilft, aber ich möchte, dass du es hast. Pokéflöte! Yay! Yeah. Oh yeah! Wenn Pokémon die Pokéflöte hören und es pennt, dann macht's halt auf. Hier, benutzt es am schlafenden Pokémon. So. An der Stelle würde ich sagen, verabschiede ich mich, ohne noch groß zu schnacken. Viel Spaß im nächsten Part bei Neristo. Ups, dann ciao, euer Quindau.